Einen wunderschönen herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Eurotruck Simulator. Genau, in der letzten Folge hatten wir wollten Garage kaufen. Wobei, wir wollten noch eine Mission machen, damit wir Garage kaufen können. So ist ein Schuh draus. Schon Level 28. Huh, wir haben Level geschafft. So, das heißt, jetzt mal gucken. Wir werden uns mal einen Auftrag raussuchen, der nicht ganz so lang ist. Also ich sag mal so, vielleicht so 1000 Kilometer oder so. Und dann, wir müssen gerade in Bergen sein. Haben wir einen Auflieger dabei? Ja, wir haben Auflieger dabei, also Frachtmarkt. Bergen, was gibt's denn da so? Ich meine, wir können auch gucken, ob es allgemein Aufträge gibt so. 3000 Kilometer ist natürlich viel zu lang. Da, 850 Kilometer. 1000 Kilometer, das ist schon eher so meine Liga. Na gut, wir gucken mal doch direkt vom Bergen. Oh. So, das ist 2000. 3300, 1600. Da. Ah, hier, 1000. 1000 Kilometer. Ja, das ist auch eine schöne Strecke. Was fahren wir? Lammmägen. Ah. 13 Tonnen. Ja, das klingt nach Fun. Okidoki, dann fahren wir also schön oben am Norden entlang. So. Wir haben geschlafen, wir sind aufgetankt, alles paletti. Wir hatten ja extra so geschlafen, dass es wieder tags ist. Ja? Das ist also alles im grünen Bereich. Wir haben 30.000 Euro. Sieht hier auch in Ordnung aus. Okay, na dann würde ich mal sagen, machen wir mal ein bisschen Musik an hier und dann let's go. Soll ich mal ein bisschen lauter machen hier? Ja, also für mich. So. Lass uns loslegen. Genau. Ja. Oh. Cooles Lied, by the way. Natürlich rot. Diese Landschaft da oben an. Oh, wie schick. Warum fahren wir nach rechts? Und dann rechts abbiegen. Warum nach rechts? Müssen wir nicht nach links fahren? Biege nach rechts ab. Jetzt will er das mit dem Schiff fahren? Ach, nee. Wir müssen nachher, um die Ladung abzuholen. Ich schon wieder. Ich war gerade irgendwie, dass wir die Ladung bereits haben und bereits zu unserem Ziel fahren können, was ja sehr weit im Osten liegt. Also, warum sollten wir jetzt hier nach Richtung Westen fahren? Aber ja, das macht Sinn. Das macht ja voll Sinn und so.
So, dann wollen wir mal unsere gute Fracht annehmen und mal gucken, wo der Schuppen hin muss. Oh Gott. Oh Gott. Okay. Aber ich fahre erstmal bitte weiter nach rechts hier. So. Dass er das immer erst dann anbietet, wenn man schon fest fertig ist, ja. Ach, wir haben die Garage ja schon gekauft. Hä? Nice. Warum haben wir eine Garage gekauft, wenn ich dann gar keine LKWs reinstellen konnte? Oder haben wir doch schon LKWs? Nee, ne? Hat er doch neu geladen gehabt. Hm. Ich meine, gut, hat den Vorteil, dass wir jetzt nach der Mission jetzt hier, oder nach dem Auftrag, denn da schnell hinreisen können. Ne? Gut, ich meine, können sowieso, der ist in der Werkstatt. So von daher.
Aber oh, kommen wir etwas weiter, das heißt, wir kommen mit dem Schleunigen hier. Aber bei der Folge nochmal eine Kurve. Na, relativ eng. Nicht so sehr auf OBS achten, sondern mehr auf die Straße achten. Lag der und guckte wieder rein. Kreisverkehr wieder. Am Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt.
nicht. Baustelle. Ich weiß übrigens gar nicht, ob es überall so ist. Aber wenn ich gerade gewundert habe, warum ich den Doppelblick an hatte, der überholt mich gerade ernsthaft. Das macht man halt, also wie gesagt, keine Frage, also von LKW-Fahrern kenne ich das. Und wenn die so an Gefahrenstellen vorbeifahren oder stehen bleiben müssen sogar, dass sie ihre Doppelblick anmachen, um andere LKWs hinter sich zu warnen. Weil wenn LKW von einer Gefahrenstelle ist, dann blockiert er ja die Sicht für andere LKWs, die hinter ihm kommen. Das heißt, die anderen LKWs sehen im schlimmsten Fall die Gefahrenstelle nicht. Wir wissen nicht, dass der LKW vor ihnen auf einmal in die Bremse geht oder weiß der Geier was. Und halt, um da andere zu warnen. Deswegen machen die bei Gefahrenstellen oder halt, wenn sie stehen bleiben müssen, Doppelblinker an. Unter anderem halt auch bei solchen Verengungen. Ob das so per Gesetz vorgeschrieben ist und ob das alle LKW-Fahrer machen, I don't know. Aber ich habe schon ein paar gesehen, die das machen. Von daher mache ich das einfach auch, wenn ich dran denke. Also fast nie. Das hier verstehe ich nicht, ja? Das hier verstehe ich nicht. Die Engine, also diese MapGen Engine, ist in der Lage, wenn man hier eine Straße platziert, diese Linien so wunderschön als Kurve durchzuziehen. Aber das hier ist immer so eckig. Why? Da
Das sieht doch hässlich aus. Die paar Polygone hätte die da auch rein investieren können. Um das so ein bisschen auszugraden. Oder abzurunden vielmehr. Irgendwie dachte ich gerade, dass hier eine Mautstelle, aber ich dachte bloß ein Radplatz. Das soll es für die Folge gewesen sein. Und dann sehen wir uns zur nächsten Folge denn dann wieder. Bis dann.